Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Wii Sports FC 24. Weiter geht's mit unserer Karriere. Ich will nämlich immer noch einen Stürmer suchen. Dieses Problem, wir haben sogar 20 Millionen auf dem Konto. Die halt zu teuer, leider für viele Spieler zu teuer sind. Spurs. Ich habe ca. 20 Millionen darauf dem Konto, die ich unbedingt noch investieren möchte. Ich habe ja jetzt mit Ivan Husic den nächsten Spieler geholt, den ich von Feyenoord, von einem der Top-Teams. Aber ich will noch mal einen Angriff wagen. Und dann, ich weiß, 20 Millionen ist halt nicht so viel. Gut, müssen Villa vielleicht noch mal gucken. Mohamed Salah, jo. Pavlidis, ja. Der ist, glaube ich, gerade erst. Bei so hohen Marktwerten brauche ich gar nicht zu gucken, teilweise. Ja, die Idee war ja von RB Leipzig, André Silva loszueisen. Weil ich Embolo ja auf der rechten Seite sehe, beziehungsweise ich habe genau, Embolo war ja der nächste, den ich noch gekauft habe. Gut, die werden mir für ihre zwei Stürmer nicht abgeben. Oder einen davon nicht. Würden. Was wir hier. Das ist das Problem. So. Jetzt hat ein PSG noch im Konto. Alter. 195 Millionen, ja, den hätte ich auch wahrscheinlich noch Geld zu Geld gemacht. Da wäre aber definitiv noch Umbruch drin gewesen. Ich brauche halt immer noch einen Stürmer. Kriegsmann wird definitiv auch nicht für die Summe kommen. Also wie gesagt, auch nicht für 20 Millionen. Da bin ich mir sicher. Aber so Kandidaten, sowas halt, so ein Brecher nochmal vorne reinhauen. Ich will, wie gesagt, international angreifen. Deswegen ist es mir halt auch recht. Klar, wenn ich jetzt natürlich die
irre, wie sie so schießen. Ich habe ja zwei Spiele jetzt ziemlich hoch schon gewonnen. Ich habe jetzt 19 Tore oder so noch drei Spiele. Aber ich will halt irgendwas mal angreifen da oben. Ich fürchte, dass ich wieder so ein Ajax-Spiel über wird. Guck mal, was die noch so im Kader haben. Akpom. Mono Einstürmer, der Linga. Gucken wir mal, was denn da. Nee, Rumänien ist das. Spanien so kommt, passiert. Jetzt hat man Detico noch so drin. Die P. Warte. Mhm. Im Remor, ja, den wir ja an die abgegeben haben. Sevilla. Oh, Borbe haben sie gekauft von Ajax. Auch nur linke Flügelspieler, die haben bekommen keinen festen Greifer. Ist ja schon zu alt. Boah, Vinicius. Freigabe so mit 370 Millionen. Ja, ich will halt nur am Bamba, der gar nicht so schlecht ist. Das ist ein belgisches Talent mit als zentraler Sechser. Vielleicht, ich brauche sowieso noch mal einen Sechser. Nein. Kann ich vielleicht noch mal nachrüsten? Also, ich habe ja eigentlich einen Stürmer jetzt gekauft mit Imbolo. Quatsch. So viel würde ich gar nicht never ever ausgeben. Wenn der Markt, wenn der Dings hat für 8 Millionen. Gegenangebot. Tauschspieler definitiv entfernen. Millionen. So, muss man ein Angebot machen. Na gut. So, Noah Mbamba wechselt für 9,1 Millionen des Bilbao.
Gut. So, ich weiß nicht, ob wir nochmal ein Spiel heute sehen. Kann aber passieren. Ich brauche halt nochmal einen Torjäger. Aber ich habe ja eigentlich da vorne mit. Eigentlich einen. Wo brauche ich denn überhaupt nochmal Alternativen? Embolo hätte gerne die Nummer 36, seine Hexen. Seine Stammnummer natürlich. Position. Rechter Mittelfeldspieler soll. Den hätte ich gerne auf der rechten Bahn, definitiv. Oh, er wechselt nach so. Ja gut, für ein Jahr nochmal. Wenn er noch so sagen in seiner Karriere. Oh, ich brauche gar keinen Stürmer. Ich habe ja alles eigentlich. Rechts im Mittelfeld habe ich auch. Sechser habe ich jetzt tatsächlich geholt. Da kann er die 8 behalten. Sanchez Cardiolo. Inv habe ich auch. 1, 2, 3, 4. Ich habe 4 in 5 Verteidiger, 6 in Verteidiger. Ja, genug in Verteidiger eigentlich. Und für die linke Seite habe ich ja auch noch Cardiolo. Der es ja auch spielen kann. Rein theoretisch brauche ich eigentlich fast gar nichts mehr. Ich will vielleicht noch mal einen Keeper holen oder so. Das wäre natürlich eine Idee. Statt Wellenreuther, aber ich brauche eine Nummer 3. Das wird noch besser passieren, ja, ein Twitter, ich brauche keinen. So, dann gucken wir mal in der Bundesliga mit Twitter. Für 18, 19 Millionen. Provedel, ja. Die haben auch nur einen Keeper, die Leipziger. Krass. Ich glaube, ich weiß, wen ich hole. Ja, haha, Ajax. Die haben den komischen Gurtler, der gar nicht so schlecht war.
Ich denke mir schon, Alter, wollte ich jetzt langsam mal Ruhe mal geben hier? Ja, du brauchst eine. Was sage ich mit Looney? Der ist wahrscheinlich zu teuer, ne? Nö, wäre ja nicht. Gegenangebot, Tauschblätter entfernen, Angebot absenden. Ja, ich brauche den. Warte mal, freie Spielerliste. Position. Torwart. Vielleicht haben sie da mal irgendwie eine Alternative. Adrian, der ist gar nicht so schlecht eigentlich. Der hat bei West Ham eine ganze Weile gespielt. Rotation, mal gucken, was er will. Gegenangebot 5 Jahre. Du bist 25, Kollege. Na gut. Deal. Okay. Na gut, sind Nummer 3 halt. Siebziger. Ich dachte, der wäre das gewesen von West Ham, dann war das wahrscheinlich nicht. Guck gerade mal noch mal. Ja, wir haben vielleicht noch mal einen Brecher auf der Position, aber sieht aber nicht so aus. Mann, Katze, aber jetzt. Das ist das Problem mit den Krallen. So, okay. Fokus auf Leistung, Fokus mal auf Leistung, Fokus auf Leistung, Fokus auf Leistung. So, dann haben wir zumindest mal den Kader ein bisschen umgebaut. Also dann holen wir Heimann immer Adam als Nummer 3. Andusic. Ich will ja den Ungarn. Linkes Flügel. Ich will eigentlich Ungarn als Schweri rausnehmen aus der Situation.
Guardiola war eigentlich mein wichtigster Mann. So. Gut, weiter. Warwick. Gut, dann sollte das soweit mit der Startformation passen. Und wir spielen die Partie. Das ist keine ganz gewöhnliche Partie und das merkt man auch an der Stimmung. Das merkt man daran, wie angespannt alle sind. Live bei EA Sports. Gutes Fußballwetter haben wir ja hier. Sie sehen's. Willkommen zu dieser Partie heute Abend. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und bei uns wird es heute um ein Spiel aus der Eredivisie gehen. Besser könnte die Stimmung im Stadion gar nicht sein. Die Spannung ist mit Händen greifbar. Also über das Spiel wurde natürlich... So, Hugo Novoa. Ach, das war keine Absicht. Sie war eigentlich anders geplant, die Nummer. Ivanusic. Hölzegang aus von Feyenoord. Oh, Dembolo! 1-0. Der Schweizer macht das 0-1. Ja, wir müssten ja auch, wollten ja aufrüsten. Wir mussten ja ein bisschen was tun. Schau nochmal auf die Wiederholung. Es ist ein richtig gut gespielter Konter. Und da kommt der Abschuss. Ein echtes Problem ist das dann am Ende nicht mehr. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Hallo, Brennemolo mit seinem ersten Tor in den Niederlanden. Trifft jetzt auch ehemaliger Schalke, ehemaliger Gladbacher. Bergwein. Also letzte Saison war ja hier gegen die Jungs die den Titel klar gemacht. Und heute soll der nächste... Der Mann hat jetzt mit Adam die Nummer 3 geholt, damit man zumindest alle Positionen doppelt und dreifach besetzt ist. Elfmeter. Puh. Bissek, nicht Bissek, war es Basua, war es, glaube ich, mit dem Elfmeter. Und es steht 1-1. Ballo war in der Ecke. Dann wollte Ajax Nummer 1 als Nummer 3 für PSV haben. Also lange ist für 80 Millionen gewechselt und deswegen haben wir ja nochmal gesagt, man rüstet nochmal auf. Und das hat man dann jetzt auch getan. Angelino. Oh! Dött. Yashari, man hat ja Noah Mbamba jetzt geholt, der ehemalige Brüggemann, das belgische Talent, als Alternative auf der 6. Weil man sonst keinen Sechser hatte. Yashari, na, das ist zu weit. Achelinho. Ja, energischer Vorstoß. Flagge kommt rein. Mal
macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Ja, 1-1 und man will ja, man will das Ding hier gewinnen. Man will die nächsten 3 Punkte und damit 9 Zählern. Und da war, glaube ich, noch einer dran. Ivan Nusec. Sanchez. Backline. 2-1 PSV. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Immer noch mit dem Ball. Da super. Sanchez. Eindhoven bekommt den Einwurf. Da haben sie den Platz auf den Flügel. Geht nach innen. Ja, aber Nusic hat immer wieder gegen uns getroffen mit seinen Distanzschüssen. Das wäre die Chance zum Konter gewesen. Und genau deswegen habe ich gesagt, habe ich ihn geholt. Van Hal kann er nicht mehr gegen mich treffen. Müsste Ecke geben. Nur wo? Weiter mal mit der guten Chance. Und jetzt kommt nochmal der Konter über Steven Bergwein. Und dann ist Pause. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. Und dann ist nochmal Pause. Ja, wir rüsten nach und nach unsere Mannschaft auf. Gerne würde ich noch einen Innenverteidiger verpflichten, einen starken. Als weil die Verteidiger auch nicht mehr sattelfest sind. Und das ist halt genau das. Wenn du als Spitzenmannschaft bist, musst du halt die Konkurrenten leer kaufen. Ivan Nusic! Deswegen haben wir ihn geholt. Tor! Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch, tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Eintritt. Pichler. Er zieht einfach vorbei. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Chance, Ball weg. Die Kugel geht deutlich übers Gehäuse. Sanchez. Gutes Ding. Ich dachte, ich kriege ihn da durch. Also, seine Entscheidung ist ja mittlerweile bestätigt worden. Sein neuer Verein heißt FC Chelsea. Oh, Masraoui zu Chelsea. Ein echter Kuhball, wenn mich fragst. Alle beteiligt. Oh no, wow! 4-1 PSV. Jetzt wird direkt die Führung schon
Nimbus. Besser kannst du den nicht machen. Oh, nächster dicker Fehler. Und jetzt beim zweiten Versuch ist es doch Novoa. Der meine Mann. Warwick patzt sich da hinten zurecht. Kriegt den nächsten Gegentreffer. Ja, am Hintergrund, warum ich das das jetzt bin ich abgebrochen habe, alle ziemlich hoch. Ich habe aber halt das Problem immer mit den großen Teams. Dass jetzt Teams wie Waalwijk jetzt nicht unbedingt meine Krankenweite sind, klar. Aber wir haben ja zum Beispiel gegen Ajax verloren diese Saison. Oh, Bergwijn! Vanusic, der sein Tor gemacht hat heute. Da haben sie den Platz auf dem Schlüssel. Er bringt den Ball auf den langen Platz. Ein Nahtstor. Latte oder Pfosten, irgendwas haben wir getroffen. Ah, das ist immer gut, jetzt immer noch. Der Ball ist weg. Der jetzt mal was versuchte mehrmals. Oh oh, Wesen. Der Ball ist drin. Boah, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug. So, jetzt wechseln wir natürlich ein bisschen durch, leider nach dem 2:5 jetzt. Soll den ein oder anderen ja das ein oder andere Talent jetzt mal bringen? Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Bergwijn. Jetzt hätten Sie Platz auf Außen. Na, ist aber keiner, der mitgeht. Ah, versuchen wir es mal. Sandra. Gott, Sandra und Christi können sich zusammentun. Boah, ich dachte, der wäre drin gewesen. So, gibt nochmal Gelb. Da liegt jetzt Gelb vor uns wahrscheinlich. Keine Karte, aber jetzt wieder zurück. Nee, keine Karte mehr. Für Sanchez. Freistoß. Für. Das machen sie richtig gut.
Ballwerk, die jetzt aber nicht so wirklich. Ja, ein Batsch! Der auch nach der Saison seine Karriere beendet. Aber wie gesagt, man hat zum Beispiel mit Marco Reus in letzter Saison gesehen. Ein geholt nochmal, der ablösefrei war, vertrags. Und dann hat man ihn nochmal durch die Saison durchgezogen. Hat einige wichtige Tore gemacht. Warum? Soll das eben mit ihm nicht passieren? Der hat auch schon ein paar Mal getroffen. Und dann ist er hier. 5-2 der Endstand mit dem Sieg bei Waalwijk. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. So, weiter. Ja, wir müssen jetzt aber gut wieder ein bisschen reingerutscht sein in die Tabelle. Jetzt weiter sind wir momentan. Ajax hat auch verloren. Ja, ich sag mal, nächster Gegner wollen Damm, gegen den wir letzte Saison verloren haben. Wo hat Damm gespielt, aber gut. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Gegner wollen Damm.